habe ich. Ich bin erst Lehrer geworden, Volksschullehrer. Das heißt eine Basisschule in den Niederlanden. Das ist eine Schule für 5- bis 12-Jährigen. Und nach ein paar Jahren habe ich gedacht, ach, ich möchte eigentlich noch etwas anderes. Dann habe ich die Akademie genommen und da konnte man dann Kunst studieren. Und wir haben dann Kunst gemacht, 5 Jahre. So alles, was ich da lernen konnte, habe ich gelernt. Das war so ungefähr 90% Kunst und 2% Didaktik und Pädagogik und Psychologie und dann noch ein paar Prozente, die überblieben, ja, weiß ich nicht was. Aber meistens war dann in der Zeit noch Kunst machen, alles. So, ich habe ungefähr alles auch gelernt, was da zu lernen war, von Linolschnitt und Steindruck und alle grafische Techniken mussten wir auch kennen natürlich. Und, Modellzeichnen und Figurzeichnen und Architekturzeichnen und weiß ich was alles, was man in der Zeit noch hat. Ja, war sehr tüchtig. War nicht so, wie es später ging, such deinen eigenen Weg. Das war es nicht. Wir hatten auch am Samstag noch Kurse. So, das war sehr lange, sehr viel. Aber ich habe viel gelernt. Aber wirklich, das Malen hier, das habe ich eigentlich in Frauenau gelernt. Zufällig war ich da mal auf einen Kurs bei Thomas Büchner. Und in Frauenau ist das eine sehr bekannte Figur, der Thomas Büchner, ein Amerikaner, der der malte dann auch, er hat auch die Direktor von einem Museum gewesen, er hat auch das Glasmuseum in Corning hat er gestiftet und alles vollgebaut mit Glas. Das ist ein weltbekanntes Glasmuseum. Mit Glas hat er sehr viel zu tun, aber er hat hier auch gemalt. Und da bin ich 3 Sommers bin ich da, habe ich mit ihm gemalt. Und wir verstanden uns einander sehr gut und ja, das ging eigentlich sehr, sehr wohl. Und bin später auch bei ihm gewesen, ein paar Mal. Das zweite Mal, dass ich in Amerika bei ihm war, ist er in die Woche, dass ich da war, gestorben. Das war sehr, sehr besonders. Ich war dabei und dann kamen seine Kinder auch hier, von hier und da aus den Vereinigten Staaten zu ihm. Und dann ist er gestorben. Aber, und ein paar Jahre später, in der Zeit, dass er da war, war er schon nicht mehr Maler hier. Und er hat dann auch gesagt, dass ich seine Malkurse nehmen konnte in Frauenau. So bin ich da in Frauenau gelandet. Erst selber Student und dann später habe ich dann Kurse gegeben. Und das tue ich dann noch immer hier auch.